Servus, Gude oder wie auch immer. Ich bin der Timo. Ja, ich bin der Benni. Timo ist mein Cousin. Von daher kennen wir uns halt schon, seitdem wir sehr klein waren. Wir beide stecken hinter Trout Tackle Testers. Timo wohnt in Frankfurt, also in der Nähe von Frankfurt, und ich komme aus der Nähe von Göttingen. Was natürlich dieses ganze Projekt nicht unbedingt einfacher macht, weil wir nicht uns mal eben schnell nachmittags treffen können und ein paar Filme zusammen machen können oder ein bisschen zusammen labern können. Wir wollen euch mit diesem Video kurz erklären, wieso, weshalb, warum und uns beide ein bisschen vorstellen. Also wie gesagt, ich bin der Timo und das ist der Benni. Wir beide sind leidenschaftliche Forellenangler oder Raubfischangler. Wir fahren seit über 30 Jahren nach Dänemark. Ja, nach Dänemark fahren wir auch schon mit einer relativ großen Gruppe von 15 Personen. Jeder kann sich vorstellen, 15 Männer in einem Haushalt, das kann auch mal ein bisschen zickig werden, aber es ist immer wieder lustig, macht immer wieder Spaß. Wir können mit Sicherheit behaupten, dass wir 90% aller dänischen Forellenseen befischt haben, mehr oder weniger erfolgreich. Demzufolge nach einer durchzechten Nacht, beziehungsweise noch einen langen Angeltag und einem anschließenden Trinkgelage ist uns die Idee gekommen, hey, lass uns doch mal eine Instagram- und Facebook-Seite starten, um Leute zu informieren. In erster Linie war das auch mehr für uns. Ja, wir machen das für uns. Wir kriegen dafür natürlich kein Geld. Wir werden nicht gesponsert. Wir werden Produkte nennen. Das ist unbezahlte Werbung und das ist unsere Meinung von dem Produkt. Das ist eure Meinung, kann anders sein. Jeder muss da seine eigene Erfahrung machen. Aber wenn wir etwas wiedergeben, dann sehen wir das so. Und wie gesagt, das muss nicht jeder machen. Das muss nicht jedem seine Meinung sein. Es geht um verschiedene Angelmethoden, Montagen, Köder, um die Seen, wo ist es gut, was sind unsere Erfahrungen. Fliegenfischen ist ein Thema, ja, mit Sicherheit. Schwerpunkt, nehmen wir an, werde ich da haben. In verschiedene Richtungen, ob das Spoonangeln ist oder das, wie Timo sagt, das Fliegenangeln. Das wird natürlich Ihnen überlassen, weil für Fliege habe ich einfach kein Talent, das kann ich ganz offen und ehrlich zugeben. Es ist in erster Linie eine Seite für uns. Natürlich sind wir auch nicht nur in Dänemark unterwegs, wir werden auch deutsche Teiche besuchen und deutsche Teiche testen. Es wird Live-Videos geben vom See, beziehungsweise Aufnahmen. Wir werden immer mal wieder ein paar Videos hochstellen, die schon ein bisschen älter sind. Timo sagt, es kommen auch alte Sachen und wir wollen euch einfach ein bisschen mitnehmen an das, was wir in der letzten Zeit erlebt haben oder in den letzten Jahren erlebt haben. Ich habe im Hintergrund hier ein paar neue Powerbite-Laser, die werden wir in naher Zukunft mal für euch testen am See. Und natürlich ist, haben wir damit begonnen. Wir haben damit keine Erfahrung, gerade mit dem Bereich Videos schneiden und bearbeiten. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen Spaß damit. Für uns ist es auch ein bisschen Spaß. Und ja, bis bald und tschüss.